thank Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag, der Etymologie-Reihe von 2 TV. Heute ist Sonntag, den 2. Juli 2023. Wir sind im Abbruch, wir sind im Umbruch, weswegen wir heute keine Kamera einschalten, weil wir nicht wollen, dass ihr unser Chaos hier seht. Ähm, sieht soweit alles gut aus. Ähm, technisch funktioniert das Notwendigste. Ist natürlich noch nicht alles sauber angerichtet, aber kommt gut. Wir haben heute ein äh, schweres Wort, sofern Worte schwer sein können, aber das Thema dahinter wäre definitiv ein schweres Thema. Wir können hier leider im Rahmen der Etymologie Reihe nicht allzu tief in dieses Thema reingehen. Wir werden aber einige Schwerpunkte ansprechen, anschauen, äh, Impulse geben und natürlich auch die Quellen verlinken wie immer, damit ihr auch, wenn ihr euch selbst in dieses Thema äh, vertiefen wollt, dass ihr auch da Anhaltspunkte habt. Und wir wollen hier wiederum nicht herauszögern und beginnen mit Etymologie Deutsch. Wie ihr seht, haben wir hier wiederum äh, das falsche Wort eingegeben, nämlich Ritual kleingeschrieben. Die Grundform wäre Ritual als Nomen. Und hier haben wir einfach nur Verwendungsbeispiele. Lebens- oder als rituales Ereignis werden vor allem in Zeiten betont, weltzugewandter Kunst dargestellt. Die Übergänge zu Badeszenen sind dabei fließend. Was Frau Schwarzer, glauben Sie, wird hier mit rituellem Hand Händestapeln beschworen? Ja, mal nichts Greifbares. Dann Etymologie wäre ein Ritus, der Ritus. religiöse Zeremonie, kultischer Brauch, Ordnung der Kulturhandlungen, kultische Texte religiöser Gemeinschaften. Ende des 16. Jahrhunderts Festbrauch, feststehender Ablauf einer feierlichen Handlung, regelmäßig sich wiederholender Ablauf 17. Jahrhundert, Übernahme von Ritus, hergebrachte Weise der Religionsübung, religiöser Brauch, Zeremonie, Sitte, Gewohnheit, Art. Rituell, das Adjektiv, dem Ritus, kirchlich-kultischem Brauch, entsprechend zeremoniell, verallgemeinert in gleichbleibender, regelmäßig sich wiederholender, feierlicher Form ablaufend. Rituell entsprechend den religiösen Brauch, religiöse Zeremonien betreffend. Das Ritual schriftlich fixierte Ordnung der römisch-katholischen Liturgie. Auch neben Rituale oder Ritualbrauch, Zeremonienbuch, Zeremonienbuch, danach geordnete Gesamtheit der festgelegten Bräuche, Kultordnung. Und hier sehen wir wieder die Kirche, die hier seinen Einfluss hat ihren Einfluss hat, wie wir in den ersten drei, vier Episoden herausgefunden haben, ist ja alles, was geschrieben ist, und es ist ja schriftlich fixierte Ordnung, alles was geschrieben ist, kommt von der Kirche, weil damals nur Schriftgelehrten, also die von der Kirche gelehrt wurden, konnten schreiben und lesen. Und deswegen das hier stark mit der Kirche verlinkt ist. Wiederholtes, festgelegtes und daher gleichbleibendes Vorgehen, Verfahren ab der zweiten, zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts substantiviert Neutrum im 20. Jahrhundert als Fachausdruck der Psychologie und Verhaltensforschung genormte, typisierte Verhaltensweise, ritueller Ablauf einer Handlung. Wir sehen hier auch wieder innerhalb einer kurzen Zeitspanne im Verhältnis, vom 16. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert gibt es da äh, leichte Veränderungen, leichte Verschiebungen in Gebrauch des Wortes oder auch im Verständnis des Wortes. Aber grundsätzlich können wir sagen, es ist religiös, es ist eine Zeremonie, es ist äh, regelmäßig, sich wiederholender Ablauf. Und... Was hatten wir da noch gesehen? Gleichbleibender, regelmäßig sich wiederholender feierliche Form ablaufend. Obwohl das feierliche in Klammer ist. Und sonst können wir sagen: ja, schriftlich fixierte Ordnung. Das sind so die drei wichtigsten Punkte, die wir hier da rausziehen können. Dann. Ritus, Ritual, Zeremonie, Zeremoniell, Gottesdienstliches, Brauchtum, Übung. Okay, dann Victionary. Bedeutung: Gesamtheit festgelegter Bräuche, also nicht nur ein Brauch, sondern mehrere. Wiederholbare oder wiederholte Handlung, die nach eingeschliffenen oder vorgeschriebenen Regeln abläuft. Aus dem Lateinischen den religiösen Brauch betreffend. Das Wort ist seit dem 18. Jahrhundert belegt, also doch ein relativ neues Wort. Zumindest mal, wenn es um das Belegen geht. Dann haben wir ChatGPT gefragt. Und mal schauen, ob es da. Ja, genau, den gibt es noch. Haben wir gefragt, Etymologie, Ritual, was Sie sagen? Wir werden das Copy-Paste in unsere Webseite einfügen. Ihr werdet auch künftig immer mehr solche Beschreibungen auf der Webseite sehen, die von ChatGPT gekommen sind, ohne dass wir es explizit erwähnen. Aber wir haben es hier mal gesagt und. Wenn ihr die Beschreibung auf der Webseite liest zu den entsprechenden Episoden, könnt ihr sehr wahrscheinlich auch feststellen, dass der Text nicht von uns geschrieben ist, einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Dann Ritual hatten wir schon. Und dann gehen wir auch schon rüber in den Vergleich. Etymologie im Vergleich, Deutsch nach Englisch, Ritual, Ritual. Ritual. Right. The right entspricht dem deutschen, dem Ritus. Und vielleicht möchtet ihr euch erinnern an die Episode Sprache oder Schrift war es, wo es um die Phonetik geht. Oder vielleicht auch die Phonetik selbst, diese Episode. Right, Right, Right. Den Ritus, das Gesetz zu schreiben, werden wir dann auch noch kurz ansprechen in den Überlegungen. Dann Ritual als Adjektiv pertaining or, to or consisting of a right or rights. Also, das wäre eben das, das Wiederholen, das Aufrechterhalten von Riten. Relating to religious rights, also das religiöse ist hier in Klammer, also nicht das primäre, der primäre Fokus. Religious observance, religious observance or ceremony, custom usage, see the right, haben wir das in der Liste? Nein, werden wir noch aufmachen. Done as or in the manner of a right. Also das ist das Adjektiv an solches. Dann das Nomen, prescribed manner of performing religious worship. Also es ist das Worshippen, die Zeremonie als solches. From ritual, a book containing the rites or ordinance of a church. Das wäre das schriftlich festgehaltene, was wir vorhin im Deutschen gesehen haben. As also the external forms of religious or other devotional exercises. Wir würden jetzt Devotional nicht direkt übersetzen mit äh, demütig, aber wir schauen mal, was denn da äh, der Translator sagt dazu. Devotional wäre hier unterwürfig. Devotional nach Deutsch. Andacht, Hingabe. Und wenn wir das umdrehen und sagen. Demut, Humility, Humbleness, äh, Demütig, Humble. Also rein vom Gewicht her, Humility oder Humble ist nicht dasselbe wie Devotional, weil Devotional ist eben die Hingabe, auch die Unterwürfigkeit. Sensorwart, pe Pejorative. Dann gibt es das Myrrh Ritual. Das Myrrh hat hier nichts mit der See zu tun, sondern ist einfach so ein, ein bloßes Ritual, das den Sinn vergessen hat. Und das werden wir dann auch in den Überlegungen noch ansprechen, weil wir haben heute viele Rituale, wo viele gar nicht wissen, dass es Rituale ist, weil wir den Sinn dahinter vergessen haben. Denn The Right A formal act or procedure of religious observance performed according to an established manner. so wieder das, eine, ein Prozedere, ein, ein, ein formaler Akt, der um, spezifisch aufgebaut ist. Custom usage, especially a ritualist religious observance or ceremony. Im italienischen oder spanischen Rito to reason, count, notion to count or observe carefully, rite of passage, marking the end of, an, of one phase and the start of another in an individual life, as translated from french, right of passage. das wäre dann, wenn wir vom, vom kindesalter in die pubertät kämen und von der pubertät in das sogenannte erwachsenenalter und dann der midlife crisis, und dann das wären diese phasen des individuellen Lebens. Ritual hatten wir schon. Ritualistic pertaining or according to ritual ritualist one versed in or devoted to rituals, also jemand der der Ritualist ist, jemand der das regelmäßig macht, ganz bewusst sich hingibt. Und wenn man ihn dann beschreibt, dann wäre er ritualistisch. One who ad adv advocates a particular sacramental ritual, sacrament, sacra von uh, Opfer. Opfer bringen. Ritualistic meant especially placing great emphasis on external forms and symbols. All right. Victionary English. Haben wir hier nicht viel. Es ist hier das Adjektiv, das dasselbe nochmal sagt, wie wir es schon gesehen haben. Dann Ritual nach Rituel Français. Rituel. Rit. Auch hier wieder dieselben zwei Worte, wie wir es vorhin im Englischen gesehen haben. Und wenn wir hier die Etymologie anschauen, leur ritual, was hier spannend ist beim Französischen, hier wird immer auf Literatur verwiesen, inklusive Seitenangabe. Also von dem her würde es sich sehr wahrscheinlich mal lohnen, einige dieser Bücher anzuschauen, durchzulesen, da wir selbst kein Französisch können. Ist es für uns quasi unmöglich? Dann Ritual, Ritual, Rito. Ritual. Rito. Rito. La palabra ritual viene del latin ritualis y significa relativo al conjunto de actividades religiosas. Morgen früh noch etwas verknitterte Stimme. Aber grundsätzlich sagen sie hier dasselbe, wie wir schon gehört haben. Wieder dasselbe, in einer bestimmten Ordnung. Also hier Wiederholung und wir haben hier quasi ein Wort. Dass, wie sollen wir sagen, jetzt mal in diesen drei respektive vier Sprachen gleich sind und keine Abänderungen haben voneinander. Und damit wären wir auch schon wieder durch beim Vergleich und gehen rüber in die Überlegungen. Und wir sind in den Überlegungen. Wir haben hier ganz viele Sachen vorbereitet. Wir haben hier einfach mal Ritual eingegeben in Brockhaus. Wir werden hier jetzt aber nicht darauf eingehen, sondern dann in der, in der, Abteilung, in der Abteilung im Brockhaus. Da werden wir in gewohnter Manier willkürliche Auswahl anschauen. Wir wollen hier einige Beispiele aufgreifen, einfach so mal lose, damit wir selbst überlegen, selber ins Denken kommen. Ähm, nicht, dass ihr eins, zwei das mitmachen solltet, sondern auch dann vielleicht im Anschluss auch euch Gedanken darüber machen, wo ihr selbst Riten habt, die ihr ausführt, ohne ähm, es zu merken, dass es das ist. Wir haben hier wiederholbare Wiederholbare, wiederholte Handlungen, die nach eingeschliffenen oder vorgeschriebenen Regeln abläufen. Und wenn wir uns so überlegen, wo wir solche wiederholbare oder wiederholte Handlungen haben in unserem jeweiligen Leben, die vielleicht nicht vorgeschrieben sind, aber eingeschliffen, dann wäre es vielleicht am Morgen den Wecker ausschalten, aufs Snooze stellen, einsmal, einmal, zweimal, dreimal und dann aufstehen wäre schon eine wiederholte Handlung zumindest mal Montag bis Freitag für die die 100% arbeiten oder einfach da in ihrer Arbeitswoche dann vielleicht den Gang zum Bad und wenn man da im Bad immer denselben Ablauf hat also zuerst Toilette, dann Dusche, dann Zähne putzen und so weiter, das sind auch wiederholte Handlungen und wenn wir uns selbst reflektieren und feststellen, ja, das stimmt, wir machen das, es ist immer genau derselbe Ablauf, dann ist das bereits ein Ritus. Und es wäre ja jetzt hier bei diesem kleinen Beispiel der Morgengang zur Toilette, ist ja nicht so, dass wir hier den Sinn vergessen hätten. Aber wir sind uns dessen vielleicht nicht bewusst, dass das eigentlich ein Ritus ist, weil eben diese Wiederholung tagtäglich drin ist. Hat mit Religion nichts zu tun. Es mag vielleicht einem Brauch sein, aber es ist definitiv auch keine Feierlichkeit im Sinn, sondern es ist einfach nur ein, ein, ein eingeschliffener Ablauf, den man tagtäglich wiederholt. Dann haben wir einfach mal im Internet. Gesucht und hier kommt eben das Sache mit dem schwereren Thema, wenn man so will. Haben wir ritueller Mord eingegeben und Wikipedia sagt uns da Ritualmord, der Ritualmord, dann auch noch automatische Übersetzung, weil, tak, tak. Ritual Murder, Menschenopfer und Ritualmorde und aus dem Archiv. Dann kommt hier YouTube, Kindesmissbrauch, Mord, Satanismus, Snuff-Videos, ritueller Mord. Es könnte auch ein ritueller Mord sein, ja, könnte, hätte, würde, eine Wahrscheinlichkeit. Okay, gut. Wir klicken hier nicht jedes einzelne ein. Wie gesagt, wir haben hier diese Frage an sich, also dieses Ergebnis ähm, in den Quellen drin. Da könnt ihr selbst... Tief voreinschauen, wir werden hier auch nur den ersten Abschnitt kurz anschauen. Ein Ritualmord ist die Tötung eines Menschen als rituelle Handlung. Ja, also rituelle Handlung bedeutet, dass diese Tötung eines Menschen wiederholt wird. Das kann schriftlich vorgegeben sein, wie diese rituelle Handlung abzufolgen hat, oder es ist einfach immer zu einem bestimmten Datum oder bestimmten Zeit, wo diese Ritualmorde stattfinden. Der Begriff bekennzeichnet diese als Mord, setzt also voraus, dass religiöse Menschenopfer nicht durch gesellschaftlichen Konsens gedeckt ist. Und hier sehen wir, es wird ja uns auch gesagt, dass die Inkas ja auch Opfer gebracht haben, also Menschenopfer vor allem. Da gab es ja mal einen Film, den Mel Gibson produziert hatte. Mal schauen, ob wir den dann nochmal finden und da wird ja das auch gezeigt. Äh, konstruierte Ritualmordlegenden sind ein klassisches Stereotyp des Antisemitismus. Also Ritualmordlegenden sind Geschichten über. Und äh, Wikipedia sagt natürlich, auch, das ist ein klassisches Stereotyp, Stereotyp des Antisemitismus. Und in diesem Sinne... Genau, hier sagt es ja Wikipedia. Wikipedia mit Vorsicht zu genießen. Ja, Wikipedia ist äh, äh, nicht die Wahrheit, auch wenn sie so tun, als ob. Als Antisemitismus werden heute alle pauschalen Formen von Judenhass, Judenfeindlichkeit oder Judenfeindschaft bezeichnet. Und genau dieser Satz ist falsch, weil Antisemitismus ja, wird zwar heute als das verstanden, aber das Wort etymologisch betrachtet hat mit dem gar nichts zu tun. Es hat mit den Juden direkt nichts zu tun. Und weswegen auch der Begriff Antisemitismus ja auch nur ein Kampfbegriff ist, um eben äh, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die dann eben Ritualmorde erwähnen. Und wenn dann da nur die Juden irgendwo erwähnt werden, dann kann man mit dem Finger auf sie zeigen, dass es sei Antisemitismus, obwohl es das nicht ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wissen wir ja jetzt mittlerweile, dass ja Rituale tendenziell religiös eingehaucht sind und die Juden sind ja Mitglieder des Judentums, also einer Religion, und von dem her machbar oder glaubwürdig, dass da eben solche Sachen passieren. Aber es gibt ja auch andere Religionen, also nicht heute bekannte Religionen, wie wir vorhin gesagt haben, die Inkas hatten das ja auch gemacht, oder zumindest mal wird uns das erzählt. Wie hat das gerade? Als Mel Gibson Filme. Als er Regisseur. Filme. Mal schauen, ob wir das gerade finden. Er selbst hat ja da nicht mitgemacht. Sondern Apokalypto hat der Film geheißen. Ja, hier die Szene, ähm, wo sie vor ihren Göttern Menschen opfern. Und selbstverständlich können wir ja das heute nicht beweisen, dass das ernsthaft so stattgefunden hat, aber wir können davon ausgehen, aufgrund der Religionsüberlieferungen von, von mehreren Kulten oder Kulturen, dass das Gang gelb war. Und selbst wenn wir äh, bei den Heiden schauen, Heiden, ähm, bitte bitte. Ja, Ritualmörder. Hier haben wir jetzt zwar über die Heiden sind wir auf dasselbe Bild kommen wie das, was sie vorhin für den Antisemitismus verwendet haben. Hier jüdische Ritualmorde. Da gibt es übrigens auch eine gute Dokumentation von Arte, wo sie auch ganz gut erklären, wie es denn überhaupt dazu kam. Und das Ganze ist acht Angst und Manipulation. Ähm, wie hat das geheißen? Heiden. Au ja, die, die, die. Doku. Hallo an alle. Ich bin Ja, hier auch die Geschichte des Antisemitismus. Äh, halt nicht. Ja, wie immer, wenn man etwas sucht, dann findet man es nicht auf Anhieb. Äh, ist manchmal äh, äh, etwas merkwürdig. Es ist auch nicht ganz die neueste Doku. Wir können hier vielleicht in der Playlist schauen. weil das wäre vielleicht noch hilfreich, einen Eindruck zu erhalten, woher das Ganze kam oder vor allem, oder eher, wie das Ganze überhaupt angefangen hat mit den, mit den Opferbringen. Und wir kennen ja das ja auch aus dem Christentum. da werden auch ritualmorde gemacht. es wird zwar nicht so äh, offensichtlich, aber es gibt's. und was in der bibel ja äh, steht, sind äh, auch ritualmorde, zwar nicht an menschen, sondern an tieren, äh, namentlich vor allem lämmer. aber es gibt auch ähm, andere morde, die eben nicht so... Offensichtlich sind, als, um als, als Ritual einzugehen. Aber es kommt trotzdem immer noch vor, selbst heute noch. Und ähm, die meisten sehen das als gute Unterhaltung, ja? diese, diese Morde, diese ähm, Anschläge, diese Terror, sagen wir sagen Amokläufe und all das. Eben wie gesagt, es ist einfach etwas versteckter. Und wenn man sich mit diesen Thematiken auseinandersetzt, dann erkennt man auch die Muster, das Narrativ dahinter, also dahinter und nicht das, das davor, weil das davor ist das, was wir in den Zeitungen, Fernsehen und Radio hören können. Also wer man denn äh, das macht. Das ist jetzt schade, dass wir hier diese nicht so schnell finden. Aber sollten wir das noch machen oder respektive sollten wir sie noch finden werden wir sie im Nachgang äh, noch mal einfügen gut dann gehen wir weiter dann äh, zu diesem Film also mein Gibson kam da wirklich kurz vor Da haben sie Waldo vom Wer ist Waldo mit in den Film reingetan. Ich glaube, das ist auch so eine Art okkulte Praxis mit diesen Cameos. Vielleicht auch um uns zu testen, ob wir aufmerksam genug zuschauen, um eben solche äh, Hidden Easter Eggs zu finden. Oder andersherum formuliert, uns so an den Film zu fesseln, dass wir da eintauchen und die Realität um uns vergessen. Dann. Ähm, ja, er ging dahin. Der König hatte keinen Royal Background, das ist noch wichtig. The actor who played the King was a local dock worker on Veracruz. Co-writer and co-producer Farad uh, found him after Gibson told Safinia <coughs> to leave set and find local extras willing to be in the movie. na ja, gut. Auch hier eher unterhaltsam als sonst irgendetwas. Gut, damit hätten wir mal den Ritualmord als solches. Wikipedia sagt, es ist zwangsläufig Tötung am Mensch. Und spannend ist, der, der Begriff kennzeichnet diese als Mord, setzt also voraus, dass diese Menschenopfer nicht durch gesellschaftlichen Konsens gedeckt sind. Also der Mord selber ist gesellschaftlich nicht gedeckt im Sinne von die Gesellschaft gibt keinen Konsens, diese Tötung eines Menschen als rituelle Handlung zu tun, weswegen das als Mord klassifiziert wird. Vorsätzliches Tötungsdelikt. Ist insofern spannend, wenn man die Rechtlichkeit damit einbeziehen will. Dann die Menschenopfer. Menschenopfer der Azteken, da gibt es ein Buch. Sind Bildhandschriften, die von den Azteken in Form von Piktogrammen und Ideogrammen verfasst wurden. Es handelt sich dabei um gemalte bzw. illustrierte Bücher, in denen man hauptsächlich historische und mythische Ereignisse, aber auch. Und wenn wir dann eben diese Zeichnungen, die Quelle, nachgehen, könnte es durchaus sein, dass wir dann feststellen, dass die Azteken gar nicht gezeichnet haben. Aber das ist rein spekulativ, aber hier haben wir eben plus-minus dieselbe Szene, wie wir vorhin gesehen haben, Apokalypto. Menschenopfer waren die größtmöglichen Opferungen, bei denen Menschen im Rahmen eines religiösen oder anderen Kults getötet wurden, weil die Gesellschaft glaubte, den Forderungen einer Gottheit oder magischen Kraft entsprechen zu müssen, um nur so ihr eigenes Wohlergehen oder ihren Fortbestand sichern zu können. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ihr eigenes Wohlergehen, ja, das wäre dann der Egoismus, oder ihren Fortbestand sichern, wäre auch Egoismus, weil theoretisch braucht es ja eigentlich nur gesunde Körper und äh, Geschlechtsverkehr, um den Fortbestand zu sichern, aber eben. Weil die Gesellschaft, was für eine Gesellschaft auch immer, glaubte, den Forderungen einer Gottheit oder magischen Kraft entsprechen zu müssen. Es ist der Glaube, dass irgendeine Gottheit Forderungen stellt. Und da sehen wir auch, ja, wenn wir sagen, der Glaube kann Berg übersetzen, der Glaube kann auch Menschen töten, was heute belegt und bewiesen ist. Und ob das irgendein Kult ist oder religiös motiviert ist, ist wie irrelevant. Also das heißt, wenn jetzt die Juden da auch ähm, innerhalb ihrer religiösen oder auch Untergruppen, was ja denn irgendeine Kult oder Sekten sind, die das machen, dann absolut glaubwürdig. Aber nicht nur die Juden, auch die im Islam gibt es das, ja, diese Selbstmörder, die sich selbst in die Luft jagen. Aber auch im Christentum gibt es das auch, weil da wird ja auch meine ähm, Equisation ist nur ein Abschnitt aus dieser Religion. Ritualmord. Die Geächteten hieß ein gigantisches Film. Ah, das ist ein Film. Der Ritualmord ist auch spannend, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es würde uns nicht wundern, wenn hier die Juden Thematisiert werden in diesem Film. Der Schriftsteller bearbeitete die literarische Vorlage der Autorin Barré, in der es um das Zusammenleben von Christen und Juden und um die Legende von Ritualmorden geht. Ja, genau. Die Juden wurden immer wieder angedichtet, äh, immer wieder angedichtet für den Film. Das Interessante ist, ja. die Juden wurden angedichtet im Sinne von, das stimmt nicht. Die Tragödie eines Volkes verfolgt und geknechtet durch Jahrtausende, rechtlos und friedlos, fremd dort, wo seine Heimat wandert, auf allen Straßen der Welt geächtet. Der etwas reißerische Pressetext von Nivo Also hier sehen wir an Krauch die Propaganda, dass die Ritualmorde im Zusammenhang mit dem Christentum und Judentum äh, zusammenkommen, weil hier sind wir ja. Vor dem Ersten Weltkrieg, so viel uns ist, und vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Antisemitismus etabliert und konnte instrumentalisiert werden. Also hier sehen wir schon auch äh, Teilaspekte, die zu, dazu führen. Ne? Und dann haben wir hier menschenopfer ja, eine schlechte Qualität, das ist schade, sonst hätten wir es... Mitgegeben. Dann haben wir einen weiteren Begriff gesucht: ritueller Missbrauch. Missbrauchen, man braucht etwas, aber falsch. Rituelle Gewalt, eine ausgeblendete Ritualität, Realität, taz.de, also Mainstream. Rituelle Gewalt, auch wieder Wikipedia, schauen wir da kurz rein. Dann rituelle Gewalt in Deutschland, E. Eh. Also, es gibt hier sogar NIH, National Institute for Health, hat das. Gibt es da gegen Missbrauch? Also, es ist nicht so, dass es den rituellen Missbrauch nicht gäbe. Es ist auch in den Medien vertreten. Und. Hier zwar, ein schlechtes Beispiel, hält für plausibel, ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Aber es gibt da Mainstream-Artikel, es gibt Kommissionen, die da ähm, wirken. Also das gibt es. Und ritueller Missbrauch, wollen wir nochmals in Erinnerung rufen, das Rituelle, der rituelle Aspekt ist wiederkehrend, immer wieder vorkommend. <laughs> Und hier haben wir noch nicht vom sexuellen Missbrauch gesprochen, sondern einfach nur Missbrauch als solches. Dann, Wikipedia definiert rituelle Gewalt als eine Form planmäßiger und systematischer ausgeführter körperlicher und psychischer Gewalt, die von Gruppierungen ausgeübt wird, die ihre Handlungen in ein Glaubenssystem einbetten oder ein Glaubenssystem vortäuschen. Also so wie Sie es hier schreiben, vor allem das mit den Gruppierungen, das ist dann eben so äh, sektenmäßig, gurumäßig, ähm, ja, es geht in diese Richtung, vor allem eher so richtig Kult, äh, Glaubenssystemen, weil ein Kult ohne Glaubenssystem kann nicht existieren. Aber was hier eben äh, verfälscht wird mit dem zweiten Satz, ist eigentlich der erste Teil des Satzes und zwar ist rituell gemeint planmäßig und systematisch ausgeführter körperliche und psychische gewalt das braucht keine gruppierung das kann auch in familien passieren oder vorkommen äh, zum beispiel wenn eltern ihre kinder schlagen immer wieder dann ist das rituelle gewalt und kann planmäßig oder systematisch passieren System systematisch wäre dann schon jedes mal wenn das kind etwas schlecht macht wird es geschlagen, das ist bereits systemisch, also wird da bereits rituelle Gewalt ausgeübt und hat unter Umständen körperliche, äh, also ist körperliche Gewalt, weil geschlagen, aber es macht auch gleichzeitig, eben deswegen auch und, einen psychischen Schaden, das wäre dann das Trauma, was damit äh, einhergeht. Und dass es sich um ein weit verbreitetes Phänomen handelt, konnte bisher nicht nachgewiesen werden und wird daher in Zusammenhang von Verschwörungstheorien gebracht. Und das ist typisch äh, Wikipedia. Ja. Man will davon ablenken, klassifiziertes oder stempeltes als Verschwörungstheorien ab. Und alle, die an Verschwörungstheorien glauben, und das ist jetzt ganz wichtig, was wir hier sagen, alle, die an Verschwörungstheorien glauben, die wollen die Verantwortung nicht übernehmen, sich eben mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um mit dem Bewusstsein von diesen Handlungen, rituellen Gewalt, sich anzunehmen. Was soll sagen? Wenn man sich dem annimmt, dann kann man es auch aufhören, dann kann man es stoppen. Wie gesagt, systematisch ist, wenn Eltern ihre Kinder schlagen, wenn sie etwas schlecht gemacht haben. Das ist schon rituelle Gewalt. Und damit man sich dessen nicht bewusst wird und aufhört, ihre Kinder zu schlagen oder erst gar nicht beginnt, ihre Kinder zu schlagen, damit man das nicht tun muss, dass das Schlagen der Kinder legitim ist, sagt man, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist ein Bilderbuch-Eintrag von Wikipedia. Und dann kommt hier das Stichwort Satanic Panic, was in den USA äh, als rituelle Gewalt- und Mind-Control-Theorie abgetan wird, ja eben Theorie, es muss eine Theorie sein, weil es darf nicht Publik werden, es darf nicht ins Bewusstsein der, der, der Masse kommen, dass das wirklich System hat, systemisch und dass es planmäßig ist und eben wie wir schon gesehen haben, dieser Film, der Ritualmord ist ein Bestandteil dieser Komponente, damit es eben planmäßig in die Köpfe reingeht. Subliminal Programming oder Mind Control zahlreiche Berichte über Fälle ritueller Gewalt werden auf Erinnerungsfälschung. <laughs> Erinnerungsverfälschung, Erinnerungsverfälschung, sukzessive Befragungstechniken, reißerische Berichterstattung der Medien und Behandlungsfehler der Psychotherapien zurückgeführt. Und da gehen sie es gar noch weiter. Und da wollen wir einfach nur hier an dieser Stelle kurz sagen. Rituelle Gewalt findet statt, wie wir vorhin gesagt haben, das systemische Schlagen von Kindern aufgrund von Fehler ist bereits. Und wenn dann dieses Kind so gedemütigt ist oder so, so, so psychisch angeschlagen ist und zu einer Psychotherapie geht und der Psychotherapeut dann halt eben mit Befragungstechnik, weil der muss ja herausfinden, was los ist. Und wenn dann dieses Kind hinsteht und sagt, es war rituelle Gewalt, die an, äh, angewendet wurde, dann wird dann der Psychotherapeut diskriminiert oder deformiert, weil er eben suggestive Fragetechniken angewendet hat oder sogar Erinnerungsverfälschung in das Opfer hinein projiziert. Und damit wird dann dieses geschädigte Kind gleich doppelt gefickt, weil er einmal von der rituellen Gewalt, jetzt in diesem Beispiel durch die Eltern, und dann gleich nochmals, weil er dann oder dieses Kind Hilfe gesucht hat, professionelle Hilfe gesucht hat, um damit umzugehen, und dann nochmals abgestempelt wird, weil sein Psychotherapeut äh, an Verschwörungstheorien glaubt. Ja, das ist ebenfalls rituelle Gewalt auf psychischer Natur, wenn man systematisch Opfer nochmals diskreditiert, wenn sie dann äh, Hilfe holen. Was erschwert die Aufdeckung organisierter und ritueller Gewaltstrukturen? Spannend, zum einen, dass das NIH so etwas macht und dann dieser Artikel auf Deutsch hier angezeigt wird. Aber offenbar gibt es da offizielle Übersetzungen. Ziel der Studie: Untersuchung sexuellen Kindesmissbrauchs in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen. Ja, Es muss eine Gewaltstruktur sein nach dieser Studie, also das ist ja das Ziel. Und so kann man natürlich auch das Ganze auch verfälschen, wenn man sagt, das Ziel der Studie ist Gew innerhalb der Gewaltstrukturen, aber unter Umständen ist es eben genau keine Gewaltstruktur, das wäre diese Gruppierung, die wir vorhin gesehen haben, sondern es sind lose Einzeltäter, Eltern, Onkel, Großeltern, äh, wäre rein chronologisch betrachtet die erste Erfahrung, die ein Kind machen könnte. Und dann später natürlich auch in der Pubertät, wenn geschlechtsreif da. Ja. Es wurden 33 Berichte, ja, 33 Berichte von Betroffenen und Zeitungen qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei wurden in Bezug auf die Fragestellung, welche Faktoren die Aufdeckung solcher erschweren, Induka, induktiv Kategorien gebildet. Ergebnisse legen nahe, dass verschiedene Beziehungsaspekte, ja, eben Familie, dreier wechselseitig interagierende Personengruppen auch die Aufdeckung solcher Strukturen erschweren können. Das sind Täter, die Betroffenen und andere Personen im direkten Umfeld der Betroffenen. Also hier sind die Opfer, die Betroffenen. Und eben wenn natürlich die Betroffenen äh, Hilfe suchen, Unterstützung erhalten und dann wieder defamiert werden, weil eben der Psychotherapeut suggestive Fragen gestellt hat. Täter selber gestehen sehr selten, dass sie rituelle Gewalt machen. Man muss sie schon erwischen bei dem, damit man, äh, ja, oder durch direktes Umfeld. Und wenn das Umfeld selbst nicht glauben will, eben auch weil sie die Verantwortung nicht übernehmen wollen, weil sie mit der Last nicht klarkommen, weil sie selbst Ohnmacht verspüren, wenn eine nahestehende Person äh, von so einer Geschichte erzählt und nicht weiß, wie man darauf reagieren soll, deswegen lieber nein, nein, das ist ja ein Verschwörungstheorie, nein, nein, du übertreibst doch wohl, nein, nein, das stimmt so gar nicht, das hat er ganz bestimmt nicht gemacht. Schlussfolgerung, um die beschriebenen Systemfaktoren im Sinne einer verbesserten Aufdeckung dieser Gewaltstrukturen positiv beeinflussen zu können, ist eine sachliche Wissensvermittlung an verschiedenen Institutionen der Gesellschaft notwendig. Das wäre dann wohl eher die Ausrede, weil grundsätzlich können wir alle, jeder für sich, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, da reingehen. Es ist hart, es ist schwer, da wird man Dinge sehen und entdecken, die man vielleicht nicht hätte sollen wollen, aber wenn wir uns sensibilisieren wollen, dann müssen wir fast. Und hier sind sexueller Kindesmissbrauch, hier wird explizit der sexuelle erwähnt, dissoziative Identitätsstörung, ja, wenn man eben ein Psychotrauma hat, posttraumatische Belastungsstörungen, organisierte Gewalt und rituelle Gewalt. Und hier könnte man sagen, organisierte Gewalt ist nicht rituelle Gewalt, obwohl rituell der tendenziell auch planmäßig und wiederkehrend ist. Aber Organisation ist dann wirklich diese Gruppierung, die dann wirklich ordentlich funktioniert. Und dann haben wir eine empirische Analyse. Gesellschaftlich weit verbreitete Überzeugung zufolge handelt sich bei Satanisten um Anhänger einer, eines destruktiven Kultes. Aber auch hier wieder gesellschaftlich Weit verbreitete Überzeugung, Überzeugungen zufolge handelt sich bei Satanisten um Anhänger eines destruktiven Kults mit Durchweg ebenso antichristlichen wie kriminellen Ritualpraktiken. Teufelsanbetung, sexuelle Orgien, Folterungen, Tieropfer, Ritualmorde. Wenngleich Verdächtigungen und Anschuldigungen dieser Art nicht neu sind, mehrten sich doch besonders in den jüngeren Vergangenheiten Darstellungen, die Satanismus und Satanisten mit rituellem Missbrauch, sexueller Gewalt, Kannibalismus in Zusammenhang brachten. Ja, und da kommt eben wieder die Kult, äh, die Kunst, weil wenn wir auf YouTube gehen, gibt es ja da auch immer wieder. Rammstein. Gibt es da die Älteren vor allem da? Sind, sind wir hier immer noch auf Räumstein. Bei den älteren Videos sieht man das noch eher. Wahrscheinlich wieder genau dasselbe Problem wie immer, aber sie haben ja auch schon. Ja, ich tue der Weh, der Titel selbst. Leid zufügen. Ja, Panda-Augen. Ja, hier kommen wir dem etwas näher. Das ist schon eine Zeit her. Zum Beispiel Sonne ist eine Anspielung auf die sieben Zwerge. Und wer die Geschichte der sieben Zwerge auseinander nimmt, kann da auch dunkle Praxis und da Rosenrot. Ja, Making -of. Rosenrot. Sie, sie tun uns hier ja einfach nur künstlich, also künstlerisch darstellen. Wie da irgendwelche Priester, Mönche daherkommen, in ein Bergdorf, wo alles friedlich ist. Party. Sagen wir mal naturverbunden. Schöne Szene. Und dann kommen sie da ins Dorf hinein, wo sie auch empfangen wurden, sogar so gelobt, weil sie ja Priester sind. Und da gibt es diese eine Szene. Also nicht nur diese eine Szene, aber. Sie will es und so. Was sie Ja, diese Mikrosekunde wunderschön eingefangen. Und dann auch hier diese Absolutismus geben. Ja, die Anerkennung. Ja, du machst das gut. Und dann eben solche Dinge mit klar dargestellt viel zu jungen Mädchen. Und dann am Schluss hier. Sich peitschen und ja, solche Anspielungen gibt es sehr viele in ihren Videos. Es gibt sogar noch eins, wo sie ernsthaft ähm, äh, Menschenopfer auf dem Tisch haben, so quasi Spirit Cooking mäßig. Wissen aber jetzt nicht gerade, wie, wie das Lied hieß. Eins Beispiel und dann gibt es auch noch. Ähm, wie heißt sie? Da gibt es so viele Musiker, die, die solche Sachen machen, darstellen, ist auch eine unterschwellige Programmierung auf die eine Seite zum äh, uns, den Satanismus näher zu bringen und auch eine Akzeptanz dafür zu schaffen. Ja, so kann es denn sein, ähm, dass wir das so Verharmlos und sagen, ja, das ist doch nichts, das ist doch voll okay. Und Celebrity is Drink Blood, ja? das heißt schon im Titel, ist jetzt ja eine Frage, aber wenn diese Schauspieler oder diese, diese Leute das ja explizit äh, sagen, warum sollten wir ja, das so we can... nur, weil es uns zu unangenehm ist oder weswegen? Wollen wir das nicht akzeptieren, dass sie das wirklich tun, wenn sie es sagen? Ja, auf jeden Fall würde, kann man das ja. Aber wir wollen hier nicht hängen bleiben. Ritueller Missbrauch in der Schweiz, da hat SRF im Rahmen von Satanic Panic, also auch die Schweizer. SRF macht eine so <laughs> Satanic Panic. Und wenn wir uns nochmals erinnern, was Satanic Panic in Amerika war, dann war es ja eine Verhöhnung aller Opfer, die irgendwo im rituellen Missbrauch, im sexuellen Missbrauch oder rituellen, sexuellen, rituellen Missbrauch, sexuelle Gewalt oder im satanischen rituellen Aspekt Opfer wurden. Macht auch SRF da mit, um diese Opfer zu verhöhnen? Wir werden da nach kurz reinschauen. Ähm, gibt es da doch noch relativ viel, was EFRE da bietet, bietet? Was ja doch erstaunlich ist und wir wollen da kurz reinschauen. Da ist Satanic Panic in der Schweiz, der Fall Loni. Können wir, dürfen wir das? Für mich war es halt wie eine auswegslose Situation. Ich habe wie das Gefühl hey, ich bin ständig in Gefahr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz leben. Ich muss irgendwo her in Sicherheit. Die Leonie hat jahrelang gemeint, sie werde von unbekannten Tätern rituell missbraucht. Nur schon der erste Satz, wo der Moderator hier sagt, Die Leonie meint, also ob das ihre Meinung ist. Sie hat gesagt, du hättest säugling kopferrt. Ja. Mit einem rituellen Schnitt quasi äh, das Herz entnommen und das Blut trunken. Entstanden sind die falschen Erinnerungen in der Psychotherapie. Es ist so weit gegangen, dass man Leonie in einer namhaften psychiatrischen Klinik nächtelang an's Bett gefesselt hat. Wirklich an den Armen ab, links rechts, an den Beinen links rechts. Präventiv, weil gewisse Therapeutinnen die Leonie auf Grundlage von einer Verschwörungserzählung behandelt haben. Ich in dieser Situation von meiner Schwester, ist zerstört Leben. Unsere Recherchen zeigen: Nicht nur mit Therapeutinnen und Ärzten haben sich in der Verschwörungserzählung verloren. Also, da Propaganda, ja, es ist alles nur Verschwörung, Verschwörungserzählung, Verschwörungstheorie, falsche Erinnerungen, namhafte Psychothe psychiatrische Klinik, wo äh, sie eben die sukzessive Fragestellung machen und falsche, äh, falsche Erinnerungen einprogrammieren, damit sie als Opfer den selber glaubt, nein, nein, das ist nur eine und so geht dank die ganze Serie, Satanic Panic. Und mal ähm, schauen, ob wir... Wahrscheinlich eben nicht. Müsste ein Siebenteiler sein. 1, 2, 3, 4, 5, na gut, das ist ein Trailer, 6, Erstes Resultat, haben. es müssen 7 bezahlen, sieht eine, Haben wir gehört, sagen, ist rausgenommen worden, zensiert. Auch war, dass man da ein Kuss erwähnt, ist, dass S. das thematisiert und ebenfalls dort schlecht macht. Und von Anfang an das ist jetzt zählt der erste. Ja, ah, nein. Ist der zweite in dem Fall? Der Erste wird der da und dann kommt der zweite. Und da kommt schon der erste Satz: so Opfer meint, Verschwörung, Verschwörungserzählung. Jetzt reden die Opfer, Satanic Panic in der Schweiz. Und auch wir, der große Schlagziel ist, ist kennen wir das Gleiche. Und auch da, da kommt eben Marco Kovic: Alle sind anfällig für Verschwörungserzählungen. Alle sind anfällig für Verschwörungserzählungen. Auch da wieder: Hauptsächlich Verschwörung, Verschwörung, Verschwörung. Einfach nur damit man sich mit dem mit der Ernst vor der Sache nicht auseinandersetzt und sich dem Ernsthaft annimmt und es geht nicht darum, dass man den Verschwörungserzähligen glaubt, weil da müssen wir den Verschwörung aber ich glaube da haben wir kurz thematisiert in der Episode Theorie. Dann Therapien können zusätzliche Traumata hervorrufen und dem stimmen wir insofern zu, weil das Wiederaufarbeiten, das Wiedererleben vor dieser rituellen Gewalt, ist schwer, ist tragisch, aber wenn man es nicht macht, kann man sie nie loslo. Also ist es vielleicht eben nicht therapieren, das Ziel. Weil das eben, so wie sie jetzt vor im anderen Video kurz gesagt haben, in dieser Psychoklinik, wo sie die Opfer oder die Patienten, die Betroffenen, abbindet. Um im Rahmen von der Therapie ihnen einzureden, dass da nur ein Verschwörungserzählung ist und dass das nur falsche Erinnerungen sind, das kann natürlich auch wieder Traumata auflösen, weil, äh, Traumata generieren, weil sie ja eigentlich im Glauben sind, die Opfer, die Betroffenen, dass sie dort, äh, therapiert werden im Sinne von geheilt. Und dann werden ihnen nur neue Traumata eingepflanzt. Und darum, müssen wir dann fast so sagen, logische Schlussfolgerung, Therapie ist nicht der Weg. Eigenverantwortung ist der Weg. Auch in der Schweiz hält sich die mehr von ritueller Gewalt, ja, und auch hier wieder, weißt du, Beobachter. Jetzt warnt die Schweizer Vereinigung der Psychokliniken die Dienste vor entsprechenden Therapien. Also, das ist ja einfach, ähm, jetzt warnt die Schweizer war Vereinigung der Psychokliniken die und Dienste vor entsprechenden Therapien. Also, sie warnen vor der Therapie und das ist ja eigentlich auch positiv für die Opfer von ritueller Gewalt, weil wenn sie nicht die Psychokliniker dann geht sie dann besser, wenn sie sich selber heilt, sich selber die Traumata aufarbeitet. Ja. Denn die Beweise fehlen, ja, das sagen sie immer, weil das Problem da ist. Das ist okay, oder? Mit Vorsicht aber man muss ja nur das Trauma behandeln und nicht auflösen. Von dem her ist das auch völlig okay. Und ähm, klar, sagen sie Beweis fehlt, weil wenn man ja organisiert ist und es gesellschaftlich nicht einem gesellschaftlichen Konsens entspricht, dann muss man sich ja Mühe geben, damit das eben kein Beweis gibt. Macht auch völlig Sinn. Und das Problem da mit der Beweis Beweisbarkeit ist eigentlich das Problem, wenn man vor Gericht geht. Anklage gemacht, Anzeige gemacht und so die Sache, dann muss man ja vor dem Gericht können bewiesen, dass es das wirklich so ist, damit auch das Gericht ein Urteil fällt. Und solange die Beweise nicht vorhanden sind und alles nur auf Erzählungen basiert, haben Sie schlechte Grundlage, weil man seit ja unschuldig bis das Gegenteil bewiesen und eben solange es nicht bewiesen ist, kann man da nicht machen. Also wenn schon die Opfer zur Polizei gehen, dass das äh, thematisiert und vielleicht zu so einer Anklageanzeige bringen, aber dann nicht weiterkommen, weil es keinen Beweis gibt. Und dann die zweite Instanz wäre dann eigentlich eine Therapie. Und dort auch wieder, dann werdet ihr dreifach traumatisiert, auf Teufel kommen raus. Ist auch lustig, die, die Schlagziele so. Als Kind in satanischen Zeremonien missbraucht. Eine zweifelhafte Theorie dringt die Schweizer Psychiatrie vor. Patienten werden therapiert, bis sie sich erinnern. Ja, ist halt schon sehr provokativ. Das hat ja da, wo Wikipedia ehrlich gesagt noch gesagt hat, dass reißerische Medien. Insofern sind sie dort noch ehrlich gesehen. Und dann Teufeltherapie für Patientenexperte fordert Anlaufstelle, Klinikentherapie im Hintergrund satanischer Verschwörungserzählungen. Schon wieder. Also, es ist schon enorm wichtig, dass also man hier da als Muster erkennen dass sie unbedingt wollen. Die rituelle Gewalt mit Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien. Und dass jetzt das eben auch in die und, und so wie es der andere gesagt hat, ja, man geht die Therapie, zum es dann nachher können, therapeutisch Da werden die, die Therapeuten diffamieren. Äh, ja. Also, ihr seht schon: Satanic Panic 2, Reportage. Der Knusche da, der nennt sich René Riemann. den werden wir dann noch anschauen. Robin Riemann. der hat einen YouTube-Kanal, weil er ursprünglich mal berühmt worden ist, wegen seiner Krankheit. Das ist auch der Grund, weswegen mehr ihm auf Instagram gefolgt sind und sind ihm dann entfolgt, wenn er mit seiner Verschwörungspropaganda da loslassen hat, weil man uns mit dem nicht mehr können. Vereinbaren und dann haben wir auf dem YouTube-Kanal gibt es versteckte Videos, also unlisted Videos, die kann wir via Umweg aufrufen. Und äh, da zum Beispiel da wäre so eine. Nein, der geht auf. Wo ist der? Twitch. Ähm, da, Regenbogen, wie es dass er die noaidische, noaidische oder dem noaidischen Kult mit dabei ist. Und darum auch diese technik keine gemacht, weil es muss ja die neue Religion etabliert werden, die neue Zeit. Love is Love, äh, klar, eben, Kinderficke ist auch Liebe. Und, von dem her, dann legen wir da mal da, da ja. So sieht es auf jeden Fall aus. Und dann haben wir da, klar, ist Halloween eine aber wenn man sich dann auch mit Halloween auseinandersetzt, woher das das hund dann weiß man auch, was für ein Kult, dass er da angehört. Und auch da ist ja genau das Problem, wenn man den Kult da den Halloween-Kult. Es ist so etabliert, dass man den Sinn verloren hat von dem, von dem Ritual, vom Halloween-Ritual, und dass man das macht. Und es hat sich so etabliert, dass der völlig anerkannt ist. Und wenn man dann jetzt noch hund und Zeit das ist eine schwarzmagische Praxis und erklärt dann auch, und sagt: Oh, nein, sicher nicht, ich muss auch nicht immer alles schlecht reden. Und genau das ist eigentlich das, was da passiert mit Halloween. Und deswegen. Also, ohne dass man es zu viel wirklich sieht, ist es so, dass es da um. Eine Wohnung geht, wo Video überwacht ist, wo dann eben so ein Mord passiert und der Spanner, wo das äh, zuläuft und lustig pfeift. Da ist der Robin Halloween. Da ist der Robin Halloween. Und da My Heart Skips a Beat. Überall Blut. Dann seid ihr da, manchmal wird emotional. Und da ist das Video weg. Also, können auch immer. Ja, ist privat gesetzt. Da auch privat gesetzt. Und dann kann man da Halloween <laughs> schauen, woher das ist kommt. Down the rabbit hole. Also, Halloween allein ist ein Thema, wo man kann Stunden verbringen um überhaupt zu verstehen, um was es geht. das jetzt mal rein sachlich betrachtet. Aber wenn man dann auch noch die Magie, den magischen Aspekt mit berücksichtigen dann wird es schnell komplexer, weil es gibt auch Verträge drinnen, wo man dann schnell mal nicht mehr so ganz weiß, ja, ich will richtig Gott, aber weil man wird ja wie nicht loswerden der Kult, man wird ja wie weiterhin auch Halloween können feiern. Jetzt auch in der Schweiz vielleicht weniger, aber Amerika ist, das, äh, wird, ja, schon die ganz kleinen Kinder schon indoktriniert in das Ritual, damit sie da mitmacht. Das ist in dem Moment ein kein Gewaltritual. Obwohl wir auch schon gehört haben, sagen, dass äh, immer Halloween X gofer verschwindet. Und dann der, der Robin Rehmann ist in einer Band, die nennt sich Krank und sie machen da auch ja, kranke Musik, Bier, Blut, Bolzenschussgerät und da können wir es jetzt nicht abspielen, lassen. aber das ist jetzt einfach mal ein Album und wenn man da schauen, 2000 jetzt, was so auch immer, anders als wie du, Barschwein, aggressiv, der Klaus, Klaus Schwab, ja. Sie will, sie jetzt wollen. Marionette, Stacheldraht, auch so Stacheldraht im Hahnkanal, so ein Auszug aus Rammstein Fashion Town. Wenn die Züge entgleisen, schweigen ist Silber, lange nicht genug, Box davor, ja, der Kläusle. Könnte man auch sagen, dass er dort super mit dabei ist und wenn man Brotwurst gratis überkommt, wenn man sich impfen lässt. Man da zusammenhängen gesehen. Und da. Mh. Geht ihr meine Freundin? Fremd. Ich war wiederfreund! Warum hast du mein Nachbar? Obwohl er mich? Ja, damit ihr einen kleinen Intro ist natürlich auf den Link, da könnt ihr dann selber reinlassen. Die sind auch auf Wikipedia, äh, auf Spotify sind es. Kann man hören. Und da eine Playlist. Oder gibt es da einen normale Videoclip? -Git? Nein, es sind nur Thumbnails. Also auf YouTube können wir den auch anladen. Und nur schon der erste Satz ist doch satanisch. Wir sind krank und geben dem Leben keinen Sinn. Und das ist halt da mit Satanismus und irgendwie Typelsarbeiten, ich das gar nicht so, sondern es ist einfach nur gegen das Leben. Und darum auch überall das Blut, das Herz, aussehen, das Schlachten, der, der Horror, all das, Gott eigentlich gegen das Leben. Ganz einfach. Und wenn man dem Leben auch keinen Sinn gibt, dann macht man dann eben auch sinnlose Sachen. Als kranker Popsänger, Punk-Sänger, was ja eigentlich ein ähm, Pleonasmus ist, weil er ist wirklich krank, er hat eine Krankheit, aber er ist auch geistig krank, wenn man den aus der Lieder und aus den Texten raus, kann Dann Dann gibt's so eine Geschichte: Anneke, Lukas, sie macht darüber gestolpert, dann kriegt Memoir of a Child Sex Slave, also eine Frau, wo äh, wirklich systematisch, rituell. Okay, really und, 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 ja, und in der Stelle, wenn man eigentlich auch darauf es geht nicht darum, dass man glaubt, dass es das gibt, weil es gibt Und es ist auch nicht so, dass man glaubt, dass das alle äh, Opfer sind. Und auch nicht glauben, dass es Satanismus ist, sondern, dass man wirklich auf die Thematik angeht, anschaut, einmal aufnimmt, ohne zu werten, ohne zu urteilen. Und das Ganze sachlich, ohne Emotionen anzuschauen, weil wenn man immer nur äh, gerade ausweicht und sagt, ja oh, nein, Verschwörungstheorie, weil, weil es halt gleich ein hartes Thema ist, vor allem, wenn man dann gewisse Bilder oder ähm, Geschichten hört, wie, wie kleine Kinder Verzählt, was sie haben machen müssen machen, vor allem mit welcher Coolness, dass sie das sagen, sagen und in was Detailreiche sie das ähm, beschreiben. Da kann man nicht glauben, dass das eine verfälschte Erinnerung ist. Da kann man auch nicht glauben, dass das eine Fantasiegeschichte ist, wo, 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 wo erzählt wird, weil wenn man so detailliert beschreibt, dann hätten man es gemacht. Und wenn man es so also cool und ruhig erzählt, dann hat man es x-fach gemacht. Einfach, wenn je kleiner dass die Kinder sind, ist da eher gewöhnt sich daran, so also, wie man dieses Kind regelmäßig schlägt, das gewöhnt sich dann einfach da und denkt ja, das ist normal, dass ich geschlagen wird. Und dann irgendwann später im älteren im Alter, also eben, wenn man dann erwachsen wird, kann es dann eben durchaus sein, dass man dann äh, die Trauma wieder irgendwie aufpoppt. Das war für dann auch immer irgendein Trigger, daher uh, und dann quasi wie die Fetze vor Erinnerungen wieder zurückkommen. Und merkt oh scheiße, ich bin ja dort ich denke, sexuell missbraucht worden oder allgemein rituell missbraucht worden, weil es immer wieder ist ja, Und dann auf jeden Fall da ähm, Jeffrey Epstein ist ja auch bekannt als ähm, Trafficker, also Menschenhandel und auf der Insel auch ähm, bekannt äh, mit kleinen Kindern. Und äh, Andrew, Prince Andrew, wo ja auch medial bekannt worden ist. Und dann sagen C provides factual overview and reference to topic of organized pedocriminality. In the context of geopolitics, Elite Management und Western Media. Also eine faktische Übersicht und Referenzen. Und haben wir verlinkt, eben da kann man draus schauen. Das sind faktische Informationen, die man sich anschauen kann. Da erzählen Erwachsene. Ist schon alt, oder? Wir sehen es, das altes Video. <laughs> also, wir können diesen. Was ist das? SWPRS.org sehr empfehlen. Da hat es gute Quellen, gute Referenzen, da kann man sich verweilen. Dann Sex Slave. Um, the Butcher's Block was black with blood. Und das ist immer noch diese. Anneke. Ex-child sex slave Anneke Lucas reveals he, he, she was raped, tortured with a fish hook and almost stabbed to death after being sold into aristocratic pedogang aged six. Einfach mal aufnehmen, ohne zu werten, ohne zu urteilen. Denn was ist hier? Francis Dollarhide is a fictional, chara fictional character and main antagonist in Thomas Harris' novel Red Dragon, as well as, as film adaptives Manhunter Red Dragon. Also, das ist hier die Hannibal-Serie, Hannibal, Hannibal Lecter. Und da hat äh, Ralph Fiennes hat da mitgespielt und scheint hier. Ja. Und da kann man sich fragen: Ja, was ist jetzt hier von wem inspiriert worden? Ist die Geschichte, diese fiktionale Geschichte von der Realität beeinflusst worden? Oder sind diese Fantasien, Ideen, die in diese Geschichte hineingeflossen sind, die Inspiration für das effektive Umsetzen in der Realität? Das wäre dann so wie die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Beides existiert. Ja, Francis Dollar Dann haben wir hier Lydia Benecke. Wer ist das? Ah, die Lydia Benecke, was wir hier noch vorbereitet haben, wegen Robin. Anfang dieses Jahres 2023 strahlte der Schweizer Fernsehsender SRF den sechsten Teil einer Serie mit dem Titel «Satanic Panic» aus. Der SRF-Journalist Robin Rehmann bestreitet darin, dass es eine satanische Sekte gebe, die rituellen Kindesmissbrauch ausübe. Also wir müssen hier auch sagen, dieser Beitrag ist von Kla -TV, was Klagemauer-TV wäre. Sie kritisieren hier in diesem Artikel primär. Dass SRF sich daran beteiligt und von den Schweizer Stimmberechtigten Geld einfordert oder betreibt, um eben solche Propaganda zu machen. Das gibt's nicht. Völliges Seich. Laut Remon seien alle Opfer, Zeugen, Polizisten und Therapeuten einer Verschwörungstheorie aufgesessen. Oder es sei ihnen von Therapeuten eingeredet worden. In dieser Sendung untersucht Klartv den Background des Satanic Panic Journalisten Robin Rehmann, wie er vernetzt ist und welches Ziel er im Auftrag des SRF verfolgt. Denn Klartv wurde umfängliches Bildmaterial zur Verfügung gestellt, auf dem Robin Rehmann sich beispielsweise auf seinem Facebook-Kanal als geschminktes Teufelswesen zeigt. Mit seiner Band Krank singt er laut schreiend und teils blutverschmiert über Gewalt und obszöne Inhalte. Ja. Gerne zeigt sich Rehmann mit einem Baphomet-Symbol, einem Symbol, das vor allem Satansanbeter oder Mitglieder von Satanssekten verwenden. Er streckt bei Fotos die Zunge zwischen seinen gespreizten Fingern heraus und posiert unter anderem mit einem meterlangen Penis. Weckt es Vertrauen in den Journalismus des SRF, wenn dessen Journalisten sich öffentlich derart skandalös präsentieren? Und wie soll man es deuten, dass Robin Rehmann in seiner SRF-Sendung zum Thema Satanic Panic ausgerechnet ein T-Shirt mit einer Todesfratze trägt? Wie glaubwürdig erscheint in diesem Licht seine vehemente Leugnung einer satanischen Sekte, die rituellen Missbrauch verübt? Wer ist eigentlich dieser SRF-Journalist Robin Rehmann? Nach der Klartv-Ausstrahlung über 27 Opfer und 27 Zeugen satanisch-ritueller Gewalt bekam Klartv eine Antwort auf diese Frage. Denn es meldete sich Hadja bei Klartv, ein weiteres Opfer ritueller Gewalt. Hadja hatte freien Mediensendern schon einige Interviews gegeben über all die satanisch-rituellen Grausamkeiten, die sie seit dem frühesten Kindesalter erleben musste. Sie zeigte sich darin mutig mit ihrem Gesicht und Namen. Daraufhin drehte eine Journalistin eines großen öffentlich-rechtlichen Senders in Norddeutschland ein ausführliches Interview mit ihr. Also eigentlich war es so, dass ich ähm, zum Interview bis nach Berlin fahren musste. Ähm, es eigentlich auch bereits fertig zum Ausstrahlen war, auch die ganzen Zuschauer und Abonnenten dieses Senders dieses wirklich großen Senders ähm, auch Fragen stellen durften und ich dann auch endlich über meine Kindheit erzählen durfte und das, was mir widerfahren ist und sich äh, daraufhin Robin Rehmann eingeschaltet hat, auch namentlich. Mir wurde versichert, dass das wirklich sehr ungewöhnlich war, auch was er Ihnen in diesem Schreiben vorwarf. Ähm, und daraufhin hat man mir gesagt, dass man, dass das zu riskant wäre, dann mein Interview zu veröffentlichen und man mir trotzdem natürlich glaubt und ich leider eine Absage dann erteilt bekommen habe und das Interview dann doch nicht ausgestrahlt wurde und ich glaube, dass es bei denen auch ein einziges Mal passiert und das ist halt eben ausgerechnet bei diesem Thema, was eigentlich so wichtig ist und ich fand das einfach auch sehr schlimm. Eigentlich kannte ich ihn auch gar nicht, also Robin. Moment mal, Robin Rehmann? Das ist doch dieser scheinbar unbedeutende Journalist vom Schweizer Fernsehen. Was sucht der denn in Norddeutschland? Und wie kommt es, dass er mit seiner Forderung, diese Sendung zu stoppen, auch noch Erfolg hat? Ist er vielleicht gar nicht so unbedeutend, wie es den Anschein hat? Wie kommt es, dass er so viel Einfluss hat, besonders wenn man bedenkt, dass Rehmann laut seinem offiziellen LinkedIn-Profil noch nicht einmal eine solide journalistische Ausbildung vorzuweisen hat? Auf das geschändete Opfer Hadja wurde in der Folge sogar die Staatsanwaltschaft und die Polizei angesetzt, vermutlich um ihr Angst zu machen und sie unter Druck zu setzen. Aktiviert wurde die Staatsanwaltschaft interessanterweise vom deutschen Journalisten Bernd Harder, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Hadja machte dieselbe Erfahrung übrigens noch ein weiteres Mal mit einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender. Nachdem dort von der Chefetage bereits das Okay zur Produktion einer Dokumentation über ihre schlimme Geschichte vorlag, schaltete sich plötzlich die Chefin des Chefs ein und verhinderte die bereits geplante Ausstrahlung. Und genauso erging es auch vielen weiteren Missbrauchsopfern, zum Beispiel Anneke Lukas, einem belgischen Opfer ritueller Gewalt. Aber zurück zum SRF-Journalisten Robin Rehmann. Wie glaubwürdig erscheint seine vehemente Leugnung der Existenz einer satanischen Sekte, die rituellen Missbrauch verübt. Auf Facebook findet sich in Rehmanns offizieller Freundesliste ein satanischer Hohepriester. Der wird auf der offiziellen Seite einer Satanistenvereinigung als Hohepriester bezeichnet. Bei öffentlichen Auftritten im Internet zeigt er niemals sein Gesicht und seine wahre Identität verbirgt er hinter einem Pseudonym. Dieser Facebook-Freund Remonds benutzt einen Decknamen, der bezeichnenderweise der Name eines grausamen Serienmörders ist, Francis Dollarheit. Dabei handelt es sich um eine Filmfigur, die ihre Opfer bei Nacht brutal ermordet, indem sie ihnen den Hals aufschlitzt, ihre scharfen Zähne in sie schlägt, sie zu Tode wirkt oder andere Dinge tut, die wir hier nicht erwähnen möchten. Klar TV liegen Bilder vor, in denen dieser satanische Hohepriester Dollarheit ganz offiziell mit verstörenden Satansmasken und teuflischen Reißzähnen posiert. Auf einem dieser schrecklichen Bilder sitzt er unter der Überschrift Our God Reigns, zu Deutsch Unser Gott regiert, als gehörnter Teufel zwischen zwei maskierten Satansgestalten, die Babypuppen in ihren Händen halten. Direkt neben der rechten Babypuppe ist auf einem T-Shirt der Schriftzug Black Blood, also schwarzes Blut zu lesen. Auf dem YouTube-Kanal dieser satanischen Gemeinschaft findet man zudem ein Video mit der Überschrift Adrenochrom Keller. Was ist Adrenochrom? Laut Zeugenaussagen wird Blut von gefolterten Kindern, das durch die Qualen mit Adrenochrom angereichert ist, als berauschende Droge getrunken. In dem Video Adrenochromkeller werden unterirdische Gänge gezeigt, die zu einem düsteren Keller mit Kerzen führen, unterlegt mit bedrohlicher Musik. Kreuze werden verbrannt. In den Posts dieser satanischen Gemeinschaft wird Jesus als Kriegstreiber und Anstifter für Massenmord verurteilt. Dieser satanische Hohepriester Francis Dollarheit ist gut vernetzt und unter anderem mit einer deutschen Aktivistin bekannt, die seit Jahren Vorträge hält, in denen sie die Existenz satanisch-rituellen Missbrauchs bestreitet. Es handelt sich um die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. In einer ihrer Veranstaltungen tritt Francis Dollarheit halt als Experte auf, wie immer maskiert. Die Kriminalpsychologin Benecke vertritt als Frontstreiterin in der Szene vehement den Standpunkt, satanisch-ritueller Missbrauch sei eine Verschwörungstheorie. Und Satanismus sei nur eine harmlose Lebensphilosophie. Unter ihren Veröffentlichungen sind aber Bücher wie Sadisten, tödliche Liebe, Geschichten aus dem wahren Leben und Vampire unter uns. In der Buchwerbung verspricht Benecke dem Leser, dass auch echte Vampire zu Wort kommen würden. Und gerade sie steht ebenfalls auf der Freundesliste des SRF-Journalisten Robin Rehmann und darf natürlich auch in seiner SRF-Serie Satanic Panic als Expertin nicht fehlen. Sie trägt bei ihrem Interview provokativ eine Halskette mit dem Symbol des Rabenschädels, der in der Hexerei und im Voodoo eine zentrale Rolle spielt. Es ist interessant zu wissen, dass die kleine Kreuzkette einer TV-Moderatorin aus dem SRF verbannt wurde mit der Begründung, dass der Sender religiöse Symbole für nicht angemessen halte. Kriminalpsychologin Lydia Benecke posiert öffentlich neben dem Journalisten Bernd Harder vor einem Bild, auf dem eine nackte Frau zerschnitten wird. Es wirkt wie eine Kannibalenorgie. Kannibalismus ist ein wichtiger Bestandteil des Satanismus. Hunderte Zeugen und Missbrauchsopfer beschreiben glaubhaft kannibalistische Rituale. Warum posieren diese Menschen, die satanisch-rituelle Folterungen und Tötungen leugnen, vor Bildern, die abartige Praktiken wie Kannibalismus zeigen? Zurück zu Rehmanns fragwürdigen Kontakten er interviewte in seiner sendung satanic panic einen zeugen der in der srf-sendung behauptete sein psychiater hätte ihm immer wieder satanisch-rituellen missbrauch einreden wollen darauf besteht dieser zeuge in der sendung ohne jeglichen beweis dabei hat genau dieser zeuge ein buch mit dem titel das wörterbuch des beelzebub geschrieben beelzebub ist eine andere bezeichnung für teufel wie glaubhaft ist ein solcher zeuge während das zwangsfinanzierte schweizer fernsehen hilferufe von Hunderten Opfern ins Lächerliche zieht und wichtige Zeugen mundtot macht, verleumdet dasselbe SRF KlarTV-Gründer Ivo Sasek bösartig. Es war genau dieses SRF, das vor Jahren eine groß angelegte Verfolgung und Hetzjagd gegen ihn auslöste. Dasselbe Muster zeigt sich überall auf der Welt. Mutige Wahrheitsbewegungen werden diskriminiert und eine tausendfach beschriebene Satans-Sekte wird verharmlost. Helfen Sie mit, die dunklen Verstrickungen unserer Mainstream-Presse auffliegen zu lassen und geben Sie den Opfern eine Stimme. Sehen Sie im Anschluss die Dokumentation 27 Opfer und 27 Zeugen der Blutsekte und teilen Sie diese mit Ihren Freunden und Bekannten, denn die Mainstream-Medien tun das nicht. Sie vertuschen, verschweigen, verharmlosen und machen die Opfer lächerlich. Wir sind es den Opfern und unserer Würde als Menschen schuldig, dass die Wahrheit ans Licht kommt und diese Verbrechen geahndet werden. Ja, deswegen diese Lydia Benecke ebenfalls in der Liste. Einfach nur, um zu zeigen, dass der Beitrag. Klar TV äh, recherchiert ist. Wörterbuch des Beelzebub, Devil's Dictionary, nannte Ambrose Beers sein satirisches Wörterbuch, das 1911 erstmals erschien, als Hommage. Also marsch an diesen Autor und das Genre hat Dominik Redo mit dem Wörterbuch des Beelzebub ein eigenständiges zynisches Werk für den deutschsprachigen Raum geschaffen, was Grinsen darauf aufmerksam macht, wie verschieden man die Welt auch noch sehen kann. Mit Illustriert, Illustrationen von Nicole Reigert und Fotos von Clemens Moser. Die Nummer kann man kaufen Hello. und dann auch hier wieder Klagemauer TV. Die Blutsekte kann man sich anschauen. Wir werden das jetzt hier nicht weiter ausführen. Hier auch wieder eine Seite mit weiterführenden äh, Referenzen und Quellen. Und dann wären wir auch schon ans Ende der Überlegungen und gehen ins Brockhaus, um wieder etwas lockerer zu werden. Im Brockhaus Ritual allgemein gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung zeremoniell. Also wenn regelmäßiges Vorkommen, Halloween einmal im Jahr oder jedes Jahr wieder, ist es regelmäßig. Ritual, Religionswissenschaft, Ritus kommt da ritus kultischer handlungsablauf worte gesten handlungen die mit der religiösen zielsetzung umgang mit den luminösen in seinen bestandteil genau festgelegten regeln folgt zeremonien und deshalb weitgehend unabhängig von räumlichen und zeitlichen umständen als identisch wiederholbar erscheint riten finden sich besonders im zusammenhang mit wichtigen lebenszäsuren also eben diese lebensphasenwechsel im Kult und bei ah, diese Lebensphasenwersel wäre auch wiederum zum Beispiel die Beschneidung vom Buben und vom Mädchen, um eben den Abschnitt ins, in die nächste Phase zu bringen. Im Kult und bei ek ek ekstatischen Praktiken, in manchen Religionen wird das Einhalten ritueller Regeln als unbedingt notwendig für gleich Gültigkeit eines kultischen Aktes oder sogar als Heils notwendig betrachtet. So einfach diese Steigerung vom Ganzen. Und wenn wir das so sehen, ist es zwar Religionswissenschaft, aber grundsätzlich kann man auch sagen, das wiederkehrende Abstimmen in unserer sogenannten schweizerischen Demokratie oder direkten Demokratie ist ja auch ein Ritus. Das Ritual ist, dass wir die Abstimmungszettel erhalten, dort unter unsere Unterschrift setzen, ja, die Signatur, also die, das Siegel über die Natur, das Leben, und werfen dann die Stimme in die Urne, wo man ja auch Totes reintut und somit unser Leben abgeben, oder zumindest mal unsere Stimme abgeben, und die schwarzmarksche Praxis besteht ja dann darin, wenn man abstimmen gegangen ist, egal für was oder gegen was man abgestimmt hat, akzeptiert man zwangsläufig das Ergebnis, welches dann publiziert wird und hat danach ja nichts mehr zu sagen, weil auch selbst wenn das Ergebnis so gekommen ist, wie man es selbst nicht wollte, ja, das Abstimmen selbst ist ein Ritual. Rituale, ot ritualen ao -Ritual Form ist ein Buch, Vedanga, Sanskrit Glieder des Veda, Oberbegriff für die sehr traditionellen Hilfswissenschaften zur Erklärung des Veda sowie der entsprechenden Sutras, Ritual, Phonetik, Grammatik, Panini, Etymologie mit dieser Artikel bringt jetzt hier nicht so viel. Das waren Grammatiker, also das Panini-Brötchen mit Italien nichts zu tun. Sutra in der indischen Literatur, kurzer Einprägsamer Lehrsatz. Da wären auch wie Mantras, würde man wahrscheinlich hier sagen. Auch die aus Sutras bestehenden wissenschaftlichen Werke des Rechts, der Politik, äh, der, der po Poetik, der Erotik, Kama Sutra. der Philosophie und vedischen Rituals heißen Sutra. Die buddhistischen und Chinas werden die Lehrreden der Religionsstifter Sutras genannt. Ja, auch Religion. Abklopfen, Volksglaube, <laughs> Rituale, lateinische Liturgie, liturgisches Buch, das die vom Priester zu vollziehenden Riten bei der Spendung der Sakramente und Sakramentalien sowie für die Prozessionen und Exorzismen enthält. Ja, die Schriftstücke. Ja. Und damit wären wir auch beim Brockhaus durch und wollen nochmals... Oder wir wollen nochmals, wir wollen hier einen Disclaimer setzen. Wir wollen hier einen Disclaimer setzen und zwar fordern wir euch dazu auf, uns nicht zu glauben. Verifiziert, was wir hier recherchiert haben. Nutzt die Quellen als weitere Inspiration und Impulse, um das Thema weiter zu erarbeiten. Beobachtet in eurem eigenen persönlichen Umfeld. Wo ihr selbst schon ähm, Ritualen unterworfen wart und wo ihr selbst eigene Rituale praktiziert und fragt euch bei jedem Einzelnen, ist es gegen das Leben oder ist es für das Leben? Und wir können davon ausgehen, dass wenn es für das Leben ist, dann ist es gut und wenn es gegen das Leben ist, dann ist es satanisch. Und man muss da nicht in Quänder herumrennen, um sich Satanist nennen zu können. Nein, Satanist ist einfach jemand, der gegen das Leben ist und keinen Sinn im Leben sieht und auch, auch keinen Sinn im Leben haben will. Das ist eigentlich eher das Satanische. Und weil man eben keinen Sinn im Leben sieht, ist ja auch das Morden, das Töten aus dieser Perspektive wie legitim, weil es ist ja eh nur äh, ein Überbleibsel oder etwas, nichts. Ja, in diesem Sinne... Ähm, haben wir hier angerissen diverse Themen, was äh, das Ritual ist und auch äh, besonders in Bezug auf Gewaltrituale. Und das muss nicht unbedingt satanisch sein, sondern allgemein, wie man heute in der Gesellschaft damit umgeht oder eben nicht umgeht. Und wenn wir auch diese Propaganda oder diese Methodik schaut, wie dieser oder allgemein diese Satanic Panic-Serie aufgebaut ist, und nicht nur das von SRF, sondern auch das von, von Amerika, dann ist es ein, genau die gleiche Mechanik oder die gleiche Methodik, wie man es mit dem Antisemitismus gemacht hat. Man lenkt von etwas ab, was ist, und baut ein alternatives Narrativ auf, was eben nicht ist und wir legen hier einen wert darauf, dass wir die dinge einfach zeigen, wie sie sind, oder zumindest mal ansprechen, so wie sie sind, wertefrei, ohne urteil, einfach feststellen, was ist, und dann uns gedanken darüber zu machen. und ihr seid gleichermaßen dazu aufgefordert. und wir rechnen sogar damit, dass youtube diese episode sehr wahrscheinlich wieder wird einen strike geben, weil wir eben genau das machen. wir zeigen die dinge einfach so, wie sie sind. Und verfälschen Sie nicht. In diesem Sinne wünsche ich oder wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Adieu.